Hallo Leute, mein Name ist Hotzostay und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein paar Bienenstöcke besorgt, so dass ich Honig bekomme für Honigblöcke. Die brauchen wir heute. Und ich habe auch die fehlenden Villager hier auf der untersten Ebene alle aufgefüllt. Jetzt haben wir 48 an der Zahl. Ungefähr die Hälfte sind Stone Masons. Somit sollten wir, was Quarz anbelangt, gut eingedeckt sein. Und auch die verschiedenen Varianten an Terrakotta. Aber für die Villager brauche ich, um sie zu heilen, goldene Äpfel. Und mein Goldvorrat sieht ziemlich mager aus. Drum, erste Farm, die ich hier baue, wird eine Goldfarm sein. Die baut man am besten auf dem Dach des Nethers. Und wir brauchen ein bisschen Redstone dazu. Weiß nicht, ob das Glas hier reicht. Plus ein paar andere Blöcke. Und ich denke, in dieser Folge werde ich erstmal nur das Sortier- und Storage-System bauen. Und dann können wir schauen, wie die Farm zusammenkommt in der nächsten Folge. Glücklicherweise haben wir ja letztes Mal hier ein Loch durchs Grundgestein geschlagen, so dass wir ganz bequem nach oben klettern können und unsere Farm bauen. Wichtig hier ist, dass wir sie im Nether Waste platzieren. Irgendwo im Umkreis, wahrscheinlich in dieser Richtung, ist ein Crimson Forest Biome, was nicht so günstig ist. Also, Schalker Box auspacken und dann schauen wir mal, was wir machen können. Zuerst geht's einfach mal hoch hinaus bis zum Bildlimit und dann arbeiten wir von oben nach unten, so dass wir den obersten Layer der Farm wirklich so hoch wie möglich haben. Und dann muss ich einfach ein bisschen abzählen, an welcher Stelle dann effektiv das Sortiersystem kommt. Wie ihr sehen könnt, bin ich nun auf der obersten Block angelangt und wir brauchen effektiv 7 Blöcke weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier wird dann unsere Farm entstehen und natürlich das Collection System wird darunter sein. Drum werde ich hier einfach mal so den Punkt bauen, wo dann die Drops aufgesammelt werden, und das sollte uns einen guten Anhaltpunkt geben, wie weit wir nach unten müssen. Nun brauche ich aber zuerst mal eine Leiter, um da wieder hochzukommen, und von ganz unten bis ganz oben sind es genau 2 Stack an Blöcke. Und ich weiß nicht, ob ich... Das war ein Gast. Ich habe nicht genügend Leiter. Okay. Ich habe mich nun wieder nach oben durchgearbeitet mit Leitern
Und zu Oberst habe ich einen Half Slab. Und da werden wir jetzt einen Ring bauen. Drei in dieser Richtung. Drei in dieser Richtung. Und dann 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann schließen wir diesen Ring ab. Einen mehr. Und dann landen wir hoffentlich wieder im richtigen Eck. Genau. Dann hier auf dieser Seite machen wir das ein bisschen breiter. War so. Und auf diesen drei Blöcken kann jetzt etwas spawnen. Drum platzieren wir gleich mal ein paar Knöpfe drauf, um das zu verhindern. Und hier an dieser Stelle werden dann die Piglins reinlaufen. Das heißt, darunter brauchen wir einen Richter oder Hopper. Okay. Das heißt, ich steige mal etwas nach unten. Brauchen ein paar Blöcke. Dann können wir hier einen Block platzieren und uns da durcharbeiten. Nun, hier diesen Block. Falsche Box. Steine sind hier drin. Sehr gut. Und dann kann ich hier oben einen Trichter hier rein platzieren. Sehr gut. Und dann von hier unten können wir uns den Weg nach unten durcharbeiten. Vielleicht macht es Sinn, zwei Trichter nebeneinander zu haben. Beinahe wäre ich runtergefallen, weil wir haben ja schließlich hier sind wir zwei breit. Sehr gut. Und dann muss ich mal schauen, was wir am Platz hier unten brauchen für unser Speichersystem. Von diesen Hoppern müssen wir sieben Blöcke runtergehen. Und das ist genau diese Ebene. Und dann sieben Blöcke in diese Richtung. Und das ist die unterste Ebene des Sortiersystems. Wahrscheinlich werden wir das Ganze noch etwas nach unten erweitern, sodass wir genügend Kisten haben, um unsere Dinge zu speichern. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann
hoffe, das ist die richtige Richtung. Ja, ich mache da mal ein paar Knöpfe drauf, einfach zum Sicherstellen, dass hier nichts drauf spawnen kann. Das wäre nämlich ungünstig, während wir hier am Bauen sind. Dann von hier werden wir das Ganze in einen Dropper leiten und der wird dann die Items nach hinten rausschießen und dann entlang dieser Ebene, wo wir sie sortieren. Denke, ich brauche ein bisschen Konzentration, um das Ganze hier aufzubauen. Aber ich denke, ich mache mal den Sortierer. Und dann sollten wir schon mal sehen können, wie das Ganze zusammenkommt. Nun, das Sortiersystem ist fertig. Es sind insgesamt 12 Module und sie sind noch nicht eingestellt, aber es ist ein klassischer Sortierer. Dieser Comparator misst das Signal von dem Hopper und je nachdem, wie viele Items da drin sind, wird das Signal stärker oder kürzer. Und wenn es eine bestimmte Länge erreicht, haben wir hier einen gepowerten Redstone und der wiederum wird dann von dem Repeater hier unten verstärkt und das wird dann die Redstone Torch hier unten auslöschen und diese Torch powert den Block hier oben und das blockiert den Hopper hier unten. Das heißt, solange wir hier zu wenig Items im Hopper oben drin haben, wird nichts in den unteren Hopper fließen und von hier geht es dann weiter in den vorderen und von da in unsere Kisten. Nun, so wie das funktioniert, hier auf diese Reihe kommt noch Eis und die Items werden dann über das Eis bzw. Knapp hier auf dieser Kante entlang rutschen und dadurch können sie von diesen Hoppern aufgenommen werden. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Packed Ice hier nun auf den Hopper platziert und es muss Packed Ice sein, denn das normale Eis, dem ist es hier im Nether ein bisschen zu warm. Und Packed Ice oder Blue Ice, die schmelzen uns hier nicht dahin. Dann hier haben wir ein Setup mit zwei Sticky Pisten. Und das wird so funktionieren, dass wenn Items hier drauf landen, werden sie zuerst von diesem hier rübergeschoben, landen dann da am Honigblock und dann werden sie von dieser Seite beschleunigt. Und weil der Honigblock etwas kleiner ist als ein voller Block, laufen sie oder rutschen sie hier ein bisschen über die Hopper, so dass sie dann vom entsprechenden Hopper aufgenommen werden können. Hier das Timing auf dieser Seite ist ein bisschen tricky oder nicht tricky. Alle Repeater sind auf 4 eingestellt, bis auf diesen hier.
Und zum das Ganze starten brauchen wir eine Redstone Torch, die wir dann gleich wieder zerstören. Und dann seht ihr, wie das funktioniert. Das Ausschalten ist ähnlich, würde mal sagen, mühsam oder nicht automatisiert. Wir müssen hier einen Redstone Dust brechen, den wir dann wieder platzieren. Nun, alles, was noch fehlt, ist effektiv ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass hier dann auch die Items landen, die wir von den Hoppern da oben bekommen. Ich habe nun die letzten Teile auch noch vervollständigt, wie zum Beispiel hier die Filter gesetzt. Ich habe die ersten drei sind für Gold Ingots und der Rest ist Gold Nuggets und ganz am Ende ein bisschen Feuer, so dass alle Items, die nicht in einem Hopper landen, wie zum Beispiel Rotten Flesh oder die ganzen goldenen Schwerter, die werden da im Feuer verbrannt, ohne dass dabei Leck entsteht. Hier oben habe ich etwas Glazed Terracotta, was ja bekanntlich nicht an den Slime Blocks haften bleibt. Dann da hinten ist der Dropper, den wir von oben und von hinten befüllen, weil ein Hopper halb so schnell ist wie ein Dropper, können wir gut mit zwei Droppern, mit zwei Hoppern in einen Dropper gehen. Und der ist dann hier mit einer Observer Clock gepowert, die wir einfach so einstellen können. Hier auf dieser Seite auch ein bisschen aufgeräumt, schöne Plattform. Und dann haben wir hier 12 mal je 4 Kisten, Doppelkissen. Das sollte genügen. Hoffentlich ist die Farm, die wir nächstes Mal bauen werden, stark genug, dass wir das auch ausnützen können. Aber lass uns doch kurz rasch sehen, wie das Ganze funktioniert. Okay, das war der erste Teil und hier an dieser Seite können wir sehen, wie das funktioniert. Ich habe das Ganze etwas hier in die Länge gezogen, so dass wir zwei Blöcke Unterschied haben und die Slime-Blöcke können sich nun gar nicht mehr berühren. Okay, dann starten wir diesen Clock und dann und das war's. Ja, offenbar mit dem vielleicht brauche ich hier noch einen Block. Glasblock, so dass wir sicherstellen können, dass die Items auch wirklich dort landen, wo sie hin sollen. Sehr gut, das funktioniert. Okay. Können wir hier ausschalten und hier ebenfalls.
platzieren wir den Redstone wieder da, wo er hingehört. Die Fackel hier, damit wir sie einschalten können. Und damit, jetzt brauche ich die Hitboxes nicht mehr. Das war hilfreich, wenn man sehen will, wo die Items durchgehen. Nun haben wir das Storage-System und den Sortierer gebaut. Und nächstes Mal geht's dann an die Goldfarm. Hoffentlich schaltet ihr wieder zu. Bis dann. Tschüss.